Schönen guten Tag, mein Name ist Steffen Schubotz. Ich bin Küchenchef hier im Jagdhaus Waldidyll in Hartenstein und ich möchte für Sie heute rosa gebratenen Rehrücken mit Rotkraut, Frischkäse-Raviolis, Himbeer-Honigsoße und gebratenen Kräuterseitlingen zubereiten. Das Reh kaufen Sie beim Metzger Ihres Vertrauens. Wir haben das aus der Hartensteiner Jagd bei uns, würzen das mit Salz und Pfeffer. Von beiden Seiten. Geben ein bisschen Fett in die Pfanne. Warten, bis es heiß ist. Das sehen Sie, indem Sie einen Tropfen Wasser reintun. Und wenn es so Blasen gibt, dann ist die Hitze erreicht, die wir brauchen. Und braten es von beiden Seiten circa eine Minute an. Jetzt geht es einfach nur darum, dass ein paar Röststoffe entstehen. Und dann wenden wir das. Nicht zu heiß anbraten, weil das Reh doch ein relativ zartes Fleisch ist. Dann geben wir ein paar Thymianzweige dazu. Legen das so ein bisschen drauf. Ziehen es an den Rand vom Herd und lassen es dort so 7-8 Minuten gar ziehen. Wir drehen es nach 3-4 Minuten nochmal, dass es von beiden Seiten schön gar gezogen ist und innen schön rosa wäre. Das Rotkraut haben wir schon mal vorbereitet. Für die Frischkäse-Raviolis bereiten wir uns einen Teig. Den lassen wir ca. eine Stunde im Kühlschrank ruhen. Und in der Zeit bereiten wir uns die Füllung vor. Aus Magerquark, einem Eigelb, gehackten, leicht angerösteten Walnüssen und getrockneten Aprikosen. Alles relativ fein geschnitten. Das Ganze würzen wir mit Salz und Pfeffer und verrühren das zu einer geschmeidigen Masse. Das Eigelb haben wir drin, damit wir auch für die Füllung die entsprechende Bindung bekommen. Dann nehmen wir den Nudelteig und rollen uns den auf einer Nudelmaschine relativ dünn aus. Wir haben das schon mal vorbereitet. Wer keine Nudelmaschine daheim hat, mit dem Nudelholz so dünn wie möglich. Das ist ein bisschen Arbeit, aber es lohnt sich am Ende, wenn der Nudelteig schön fein und nicht zu dick ist. Setzen wir ein bisschen Füllung drauf. Dann klappen wir das zur Hälfte zusammen. Dann haben wir so einen Halbmond. Das würde schon reichen, für den Hausgebrauch ist das sicherlich in Ordnung. Wir bei uns falten es mal zu kleinen Tortellini-Formen. Ja. Dann haben Sie hier schöne Tortellini. So, das Rehfilet drehen wir jetzt nochmal und lassen es weiter hier am Herdrand stehen und gar ziehen. Das Rehfilet braten wir bei uns im Haus immer rosa. Das sollten Sie, wenn möglich, auch tun. Sie müssen keine Angst haben vor irgendwelchen alten Ammenmärchen, dass man sich da Krankheiten holt. Es wird einfach nur trocken, wenn man es durchgart, und das wäre schade. Die fertigen Raviolis blanchieren wir in ganz normalem Salzwasser. Sollte nicht wallend kochen, sondern die Raviolis sollen gar ziehen langsam, und sie werden nicht mehr als 3-4 Minuten brauchen dafür. Für die Soße haben wir eine Wildschü vorbereitet. Sie können die auch im Handel kaufen. Es gibt sehr gute Produkte. Und wir verfeinern die zum Reh mit frischen Himbeeren im Sommer gesammelt und eingefroren haben und einem Löffel Honig. Die Süße passt hervorragend zu dem leicht herben des Rehs. Und das lassen Sie einmal kurz aufkochen. Es ist also ein Gericht, wo man nicht viel Stress hat. Es ist auch zu Hause für Gäste sehr gut nachzukochen. Widmen wir uns den Kräuterseitlingen. Ein sehr schöner, hervorragender Speisepilz. Und wir nehmen den bei uns zu dem Gericht einfach noch als schönen Hingucker. Und in unsere Region gehört einfach Wild und Pilze. Und das passt wunderbar zusammen. Wir schneiden den bei uns unten das Stück ab. Das verwenden wir für andere Sachen. Schneiden wir in Scheiben. Das langt schon. Nehmen diese und braten die in Olivenöl mit Salz und Pfeffer an. Sehen, wie die ersten Blasen kommen. Die Pilze werden erst zum Ende gewürzt, weil sonst Salz und Pfeffer Feuchtigkeit entziehen würde und der Pilz würde trocken werden. Nebenbei kann ich Ihnen zeigen, die Raviolis schwimmen jetzt, sind nach oben gestiegen. Das heißt, sie sind da. Und sobald die Pilze fertig sind, können wir dann auch schon anrichten.
So, jetzt Salz und Pfeffer zu den Pilzen. Dann drehen wir sie nochmal. Sie hören es am Spritzen. In dem Augenblick, wo Salz dazu kam, hat es sofort Feuchtigkeit gezogen. Also wirklich erst zum Ende, sonst wird der Pilz trocken. Die Pilze nehmen wir jetzt raus und legen die auf den Küchenkrepp, dass so ein bisschen die Fettstoffe noch abgezogen werden. So, jetzt nehmen wir die Raviolis noch kurz raus aus dem Wasser und schwenken sie kurz durch ein bisschen flüssige Butter. Würzen noch mal kurz mit ein bisschen Salz und Pfeffer. Und dann beginnen wir auch schon anzurichten. Lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf. Die Soße können Sie abpassieren. Sie können also die Himbeeren aus der Soße rausmachen, wenn Sie das nicht möchten. Wir lassen immer ein bisschen Himbeeren drin, weil es ein gutes Spiel gibt mit dem Wild, diese süßliche Note dann. Das Reh schneiden wir auf. Wir schneiden bei uns das Reh so auf. Sie sehen, es ist schön rosa. Noch den Thymian vom Braten dazu. Und dann wünsche ich guten Appetit. Ich hoffe, Sie hatten ein bisschen Freude beim Zuschauen, haben sehr viel Spaß beim Nachkochen. Und sollten Sie Fragen haben, kommen Sie vorbei, besuchen Sie uns im Jagdhaus Waldidyll in Hartenstein.